Herzlich willkommen zu einem weiteren Video Projekt Evolution. Ja, ich habe jetzt oben die Wände auch nachgerüstet, heißt die Decke ist jetzt erhöht. Gerade habe ich den Boden rausreißen lassen und habe ein bisschen was von dem Zeug gemacht, aber wie ich sehe, war das zu wenig. Ich sammle mal eben kurz die Sachen hier ein. Und in der heutigen Folge habe ich vor, mit euch den ME-Controller zu bauen, den ich möchte. Kein Bildersound, okay. 2, 3. Werde ich mir hier so erstmal eine kleine Plattform machen. 1, 2, 3. Hühnchen kann ruhig weiter zugucken, das stört mich hier herzlich wenig. Ich werde jetzt nochmal hochgehen und ein paar von den Blöcken hier holen. Und dann wird es eine kleine Zeitraffer geben, wie ich hier den Würfel aufsetze. Das ist doch ein bisschen viel. Das sind 127 Blöcke und ich muss noch mal gucken, wie man den baut. Es ist eine Weile her, wo ich zuletzt den ME-Controller so gebaut habe. So, die Blöcke werden jetzt nicht mehr reichen, das sehe ich jetzt schon. Dann wird jetzt kurz eine kleine Zeitraffer kommen. Bis dahin sind die Blöcke oben fertig gebaut und dann sehen wir uns gleich wieder. Wieder diese Konstruktion von dem ME-Controller nennt sich Hilbert Curve. Er besteht aus 127 Blöcken und das ist mal ein ME-Controller, der eigentlich sehr schön ist. Er hat Größe von 7×7, einen Anfangspunkt, der sich hier ganz durchschlängelt und der Endpunkt ist hier drüben. Und bevor wir den jetzt komplett anschließen, gehen wir nochmal nach oben. Okay, da gehen wir halt so nach oben. Holen noch ein paar davon. Und ich habe hier so ein schönes Gerät. Wo ist es denn? Das ist so ein
Da. Ja, den kann ich von unten nehmen. Hier diese Netzwerksonde, mit der kann ich hier aufs MI-System draufklicken. Und im Regelfall wird es ja in AI angezeigt. Heißt 8K AI können wir speichern in EU. Ist es nur die Hälfte, weil EU stärker verrechnet wird als AE und RF. Und wenn wir jetzt hier auf Redstone Flux schalten können, könnte der Kern 16K RF speichern. Und der eine Kern mit den ganzen Sachen, die hier angeschlossen sind, heißt 8 dichte Kabel, ein Controller, eine Fertigungsschablone, zwei Glasfaser, 7 Laufwerke, eine Schnittstelle, Speicherbus und 28 normale Kabel. Benötigen Strom für 101F. Das könnt ihr euch ja jetzt mal merken. Und wir gehen wieder da runter. Den Tesseract nehmen wir uns gleich hier weg, wenn er das hier fertig gebaut hat. Na komm, das mache ich noch weg. Das sieht nicht schön aus. Ist hier auch alles sehr schön ausgeleuchtet. Das Ding können wir abbauen, den Tesseract können wir abbauen. Und mal gucken, wo ich den Tesseract jetzt verbaue, dass er nicht sofort auffällt, wenn man in den Raum reinkommt. Dann kommt er hier unten an. Ich denke mal, hier ist er gut versteckt. Der ME-Controller läuft und jetzt klicken wir mal nur drauf. Kann 2 Millionen F speichern und alleine der Kern braucht 760, 762 F nur um zu laufen. Bei 127 Kerne. Und bevor wir jetzt großartig mit Autocraften anfangen, das hier oben muss ich frei halten, werden wir hier so ein Ding benutzen, bauen wir zu dem Punkt und dann gehen wir nochmal nach oben, ja, da sind wir schön, und nehmen den Controller hier weg. Und setzen hier das hin und Shift-Rest klicken, heißt das Ding ist verbunden. Und dann sehen wir jetzt schon mal, das ganze System unten plus die Sachen hier oben brauchen dann alleine 9,6 kF. Das ist schon kleiner Unterschied, was die zwei Dinger hier, Moment, ich mach mal NEI aus, nur der Wireless-Punkt braucht 8,8 kF. Der braucht hier gar nichts, der braucht 2F, 2F, 88F, 1F. Heißt, die Wireless-Konnektoren, die werden mir irgendwann mal das Genick brechen. Weil die fressen ordentlich Strom auf die Distanz. Aber wir können jetzt hier auf unser System zugreifen. Haben hier oben keinen Kern mehr. Und das wird ein Riesenspaß.
Ach, mein Fahrstuhl ist ja weg. Scheiße. Fahrstuhl. Dann müssen wir eins nach unten gehen und gucken, wo der Fahrstuhl war. Ja, das wird ein bisschen schwer. Oder auch nicht, da ist er doch. Dann werde ich aber gleich noch einen Fahrstuhl besorgen. Der Husten kann einen ganz schön auf den Sack gehen, ey. Weil dann wird hier unten auch mal ein Fahrstuhl verbaut. Hier ist das. Oder? Ja. Dann kann das hier wieder zugemacht werden. Da ist mir ein Tyrian abhanden gekommen. Naja. Dann gehen wir mal kurz zum Energiespeicher. Der sieht noch relativ okay aus, aber ich sehe schon. Auf Zeit wird sich unser System leeren, da wir gut 8 kF Input haben, wenn die zwei Generatoren oben laufen. Und um das bisschen besser einen Überblick haben zu können, müssen wir mit dem Autocrafting anfangen. Das brauche ich nicht mehr, das auch nicht. Fürs Autocrafting brauchen wir die Assembler. Schnittstellen. Kann ich davon noch welche machen? Fluix-Tast fehlt. Fluix. Fluix. Ach, hier ist sogar noch drin. Na gut. Aber eine Sache gefällt mir nicht, die er macht. Er soll hier den normalen Certus Quartz nehmen. Nummer der Items. Ach, der zeigt mir gar nicht mehr die Erze an. Okay. Dann machen wir das so, AE2 Stuff, zwei Stück davon, trennen wir das Kabel, was hier rüber geht, das kann ich auch damit abmachen, ist ja schön. Dann kommt hier auch noch so ein Wireless dran. Bounded dazu. Dann gehen wir runter. Nein, nicht dahin. Hier hin.
Das wird jetzt gleich sehr teuer. Gucken gleich mal. Oh. Fast 22.000 DF brauche ich jetzt nur, um die Wireless-Konnektoren am Laufen zu lassen können. Das wird eine teure Angelegenheit. Laufen die hier wenigstens? Nein. Der läuft. Warum läuft der nicht? Ach, ich weiß warum. Da muss ich hier mal ganz kurz raus. Weil das Ding hier über dem Brennstoff läuft. Noch eins tiefer hier hin. Dann müssen wir mal hoch. Leitung. Dann werden wir das auch mal hier kappen. Dass das Rohr sich hier auch langsam entleert. Es könnte zwar eine Weile dauern und du kriegst dann diesen Brennstoff hier. Insert. Ja, gut. Dann läuft der auch wieder. Okay, auf dem bisschen Brennstoff gebe ich jetzt einen Scheiß drauf, um ehrlich zu sein. Der auf Insert. Der auf Insert. Und der auf Extrahieren. Ja, jetzt läuft es hier besser durch. Und man sieht hier dran, dass das Ding läuft. Und das soll 4K RF pro Tick machen. Ich glaube auch zwar langsam, dass hier das hier auch zu gering wird. Deswegen tauschen wir das jetzt auch mal aus. Leitung. Dann machen wir mal Pause. Pause. Die sind jetzt leer. Mache ich mal ganz kurz den Magneten an, weil jetzt gleich ein Clear Deck kommt. Ach, 50 Sekunden habe ich schon falsch gesehen. Eins, zwei, eins, zwei. 1. Also hier muss der Tesseract schon hin. Und
Die müssen jetzt hier auf Insert gestellt werden. Und dann dürften wir gleich sehen. 1365 pro Output. Wie schnell saugt er das hier eigentlich leer? Es geht sogar. Alles klar, wir kriegen wieder plus RF. Heißt, die zwei Dieselgeneratoren plus meine Solarpanel vor der Haustür reichen, um ein Plus zu erzeugen. Da bin ich ja froh. Aber wir gehen mal kurz hoch. Schalten die mal aus. Ah, der kann zumindest laufen, dass es nicht so schnell leer geht. Und sie müsste ich eigentlich auch alles noch entfernen und mit Importkabel machen. Dass falls mal das System ausgeht, da nicht so viel schief laufen kann. Das mache ich eben noch. Mal gucken, ob man den Import-Bus bauen kann. Import haben wir sogar noch. Beschleunigung. Nein. 1. Jetzt dann Fluix. Ich will die Kleider benutzen. 2 Stück ist okay. Weil dann gehen wir mal erstens mal hierhin den ausschalten. Heißt, da sollten nicht mehr allzu viele Items reinkommen. Und wenn ich jetzt hier hingehe und die Extraktionskarte rausnehme, müssten die Sachen drinne bleiben, ja genau. Heißt, ich werde das gute, schöne Logistik-Pipe-System jetzt komplett außer Betrieb setzen. Kollektor weg, was noch weg, die ganzen HV-Dinger. Hier liegt jetzt nichts mehr rum. Da liegt auch nichts mehr rum. Hm, doch. Heißt, Tesseract wegnehmen, das Ding wird jetzt komplett außer Kraft gesetzt. Ja, das kann ich noch mal lassen. Dann kann ich hier auch die Endertruhe mitnehmen. Das werde ich da drüben auch irgendwann mal noch abreißen. Und wir werden jetzt den kürzesten Weg nehmen, der geht. Heißt, da hinten kommt der Tesseract hin, der Items empfängt. Da wird hier
Leitung. Das hier angeschlossen. Doch von vorne auf extrahieren an. Hier die Truhe mit Insert. Darauf kommt jetzt ein Importbus. Nein, nicht von vorne. Hier oben drauf ein Kabel. Müsste das System gleich erkennen, müsste sich ne, erkennt es nicht, okay. Dann muss ich es doch hier mit anschließen. Die Schnittstelle brauche ich ja eigentlich auch nicht mehr. Also doch wieder da dran, nein. Von oben das Kabel hier anbringen, jetzt müsste sich gleich dunkelblau färben. Oder auch nicht, dann gucken wir mal warum. Ich weiß schon warum. Ich brauche mal kurz ein Cover. Und muss das hier entfernen. Ein Cover kommt hier oben dran. Dann hier ein Kabel. Mist. Kabel, Monitor, heißt er arbeitet jetzt das hier ab, 9 von 32 und dann dürfte der hier auch das erkannt haben, jawohl. Und hier werden jetzt nach und nach und nach die Items abgepumpt. Und das geht auch noch einen Ticken schneller. Wir können hier zwei Karten reinpacken. Und da hat es sogar eine angenehme Geschwindigkeit. Dann können wir jetzt hier auch alles wieder zumachen. Hier war bemalter. Genauso wie hier. Und hier war eine Tür. Diesen zwei Blöcken. Aber ich möchte da nicht durchgucken können. So. Das System ist jetzt außer Betrieb. Da können wir mal auch ein Schild schnappen. Out. Off. Order. Außer Betrieb. Ich krieg jetzt gleich aber einen Schock, wenn ich gucke, was mein Stromverbrauch näher. Es ist doch schon pervers viel. Alles klar, dann müssen wir uns in der nächsten Folge wirklich ranhalten, mit dem Autocrafting anzufangen, dass wir von Ender.io die Energiespeicher bauen können und dann gezielter gucken können, wie viel Input und Output wir haben.
Ich danke, sage mal Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.